So, wir haben hier heute den Jonas und den Kevin. Der Jonas ist, ja, was kann man sagen? Das ist schon ein richtig professioneller Judoka, ne? Oder? Kann man das sagen im Judo, professionell? Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, Jonas. Zu mir, also ich bin Jonas Bauer, wohne in Wittstock-Losse, bin 18 Jahre alt und mache seit 13 Jahren den Sport Judo. Ja. Und in welcher Mannschaft bist du so? Also ich bin in der ersten Bundesligamannschaft vom Jahr 90 Frankfurt-Oder, dort wo ich auch zur Sportschule gehe und dort auch trainiere Ja. und das seit 2006. Wie oft trainierst du? Also ich trainiere am Tag zweimal für jeweils 2 Stunden. Ja. Und du bist so nett und erklärst uns heute so ein bisschen die Grundzüge vom Judo. Dafür haben wir den Kevin dabei. Man muss fairerweise sagen, Kevin hat judomäßig noch nicht so viel Erfahrung, oder? Ich habe keine Erfahrung, tatsächlich. Was ist das für ein Gefühl jetzt gegen Jonas, du bist, erzähl doch mal, du bist sogar ganz erfolgreich, ne? Ich war 2008 war ich Deutscher Meister, war Dritter auf der internationalen Deutschen Meisterschaft, die auch hier in Berlin sind, Ja. und war Dritter auf der Europameisterschaft. Welche Gewichtsklasse bist du? Bis 90 Kilo kämpfe ich. Bis 90 Kilo. Ui. Na, Kevin? Ich habe Angst. Hast Angst, ne? Ich glaube berechtigterweise. Nee, Jonas, kannst du mal eine grobe Erklärung geben, so ein bisschen über den Judosport, was man so wissen sollte? Weil ich meine, es ist ein wahnsinnig interessanter Sport, aber als Laie hat man nicht ganz so viel Ahnung, so was Grifftechniken überhaupt, so was Regeln anbelangt. Vielleicht so einen kleinen Überblick und wir fragen einfach noch ein bisschen dazu. Also gegriffen wird entweder hier am Arm, hier unten. Ja. Darf natürlich nicht reingegriffen werden. Hier so, das ist dann sofort eine Bestrafung wert. Ja. Hier wird gegriffen, dann wird hier gegriffen, hier am Gewehr Ja. oder auch hier hinten am Rücken. Ja. Hier, oder wenn man einen Angriff ansetzt, kann man auch hinten im Gürtel greifen. Ja. Darf aber auch nur für 5 Sekunden, ansonsten ist es auch eine Bestrafung wert. Ja. Und das Ganze ist natürlich dann in Gewichtsklassen unterteilt. Also Genau. du bist welche Gewichtsklasse? Ja, 90 Kilo, genau. Also, ja klar, hast du ja eben schon gesagt, 90 Kilo. Kevin, wie viel wiegst du jetzt? 80. Ne, kämpfen Das eher bis 81 Kilo. heißt, deine Gegner sind dann noch bulliger. Also Ja, sind schwerer auf jeden Fall, ja. da muss man ja schon ordentlich Kraft haben, ne? Also gerade auch, wenn man die Leute dann, wie sagt man das, auf die Matte legt, aufs Kreuz legt. Ja, was soll man so sagen, ja. Dann gibt es so viele japanische Ausdrücke. Fang doch da mal an. Erklär uns da mal ein paar. Ja, es gibt zum Beispiel, wenn jetzt eine, wie gesagt, eine Bestrafung ist, das heißt dann Chido, Ja. das sind für 3 Mal. Und bei dem vierten Chido ist dann schon Hansuku Maga, das bedeutet, dass man dann disqualifiziert ist für diesen Kampf. So, dann gibt es ja die Wertungen, wenn man jetzt jemanden wirft, Ja. da gab es früher mal einen Koka, das war, wenn man sich halt nur auf einen geworfen hat und der hat sich dabei auf den Arsch gesetzt. Das war dann Koka, gibt es aber heutzutage nicht mehr. Okay. Dann gibt es, wenn er sich jetzt auf die Seite fällt, dann gibt es einen Yuko. Dann kann man, wenn man jetzt ihn auf die Seite wirft, aber noch ein bisschen mehr mit auf den Rücken, dann ist es schon Wazario. Und wenn man ihn komplett auf den Rücken wirft, dann ist das ein voller Punkt, das nennt man Ippon. Okay. Wie ist das mit den Füßen? Ja, barfuß wird nur gekämpft. Ja. Und ja, bestimmte Anzugsordnungen gibt es auch. In welcher Höhe dürfen die eingesetzt werden? Maximale Achso, Höhe? die Beine dürfen Beine? überall angesetzt werden. Darf aber nicht sein, dass wenn man jetzt zum Beispiel, wenn der Partner angreift, dürfte ich jetzt nicht von innen hier den hier machen. Weil es Ja. kann auch passieren, dass ich dabei das Knie breche, oder wenn ich jetzt hier darf ich das nicht, sein Bein nicht umschlingen so. Weil das kann dann auch passieren, dass ich dann dadurch auch das Knie breche. Okay. Ja. Aber sonst dürfen Beine überall eingesetzt werden. Also bis hier, oder es gibt aber auch Ansprunghebel, nennt man sowas. Da springt Ja. man den Gegner an und reißt ihn dann somit in den Boden und gleichzeitig in den Hebel. Zeig doch mal, wie du ihn jetzt so anpacken würdest. Also. Also ich greife prinzipiell, greife ich immer erst hier unten hin. Und wenn er jetzt, drücke ich ihn ran, damit er dann halt in die Seitenlage geht. Und dann komme ich von hier und greife halt hier. Oder halt greife ich auch oft hier hinten hin. Und so dann mit dem Kopf hier rein. Damit es halt ein gewisser Druck jetzt ist. Ja. Weil wenn man jetzt merkt, diesen Druck hier, weiß ich auch, ob er jetzt nur gegen mich kommt oder ob er jetzt von mir weg will. Ja. Und somit weiß ich auch, in welche Richtung ich ihn dann werfen soll. Okay. Sag ihm ruhig mal ein bisschen, Wenn er jetzt zum was Beispiel, er machen soll und dass du da ein bisschen Trainingseffekt hast. wenn Wie er jetzt zum würdest du. Beispiel mit seinem Kopf gegen meinen drückt, Ja. dann weiß ich halt, dass er nach vorne will. Ja. Und könnte ich jetzt zum Beispiel eindrehen. Mach Wie wir mal. machen. Oh, gut, Kevin. Gut gewehrt.
Das ist klasse. Kannst du das nochmal zeigen? So? Also soll ich noch nicht werfen? Oder soll ich, bitte? Wenn du fällst, musst du mit dem rechten Arm musst du den abschlagen. Dann ist es nicht ganz so schlimm für dich. Du bist nicht ganz so deutlich. Mit dem rechten Arm. Ja, also wenn ich jetzt. Oder? Mit dem Arm, wo du halt abschlagen kannst. Mit einem von beiden. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Arm habe und ich jetzt hier so werfe, kannst du ja nur mit deinem linken Arm jetzt abschlagen. Ja, sieht ja super aus, wirklich. Und wenn ich jetzt auch. Kann man auch, es gibt auch Finden, ja, das bedeutet ja den Gegner zu verwirren, indem ich jetzt zum Beispiel, also ich werde dich jetzt anreißen, dann kommst du mit der Hüfte so vor, sprich, dass ich so, und dann kann ich auch umsteigen, dass ich nach hinten werfe. Ja. Das geht auch. Ja, mach ruhig mal. Und genau, vielleicht halt mal was Bodenmäßiges. Wie sieht das im Bodenkampf? Weil das ist vielleicht leichter für ihn da. Ja. Gibt es drei verschiedene Varianten. Es gibt einmal die Festhalte, ja, den Hebel oder die Würge. Gewonnen werden kann im Boden, indem man ihn ja zum Beispiel 25 Sekunden festhält. Ja. Oder je nach Wertung auch 20 Sekunden mal. Oder wenn er halt in der Würge oder im Hebel ist, dann meistens ja aufgeben müsste. Okay. Die fangen wir nicht mit der Würge an, ne? Fangen wir mal mit der ersten an. Bei der Festhalte? Ja. Soll ich auch rausarbeiten? Was heißt das? Na, rausarbeiten, leg dich mal wieder auf den Rücken. Ja, auch Bauchschirm. So, rausarbeiten wäre jetzt zum Beispiel. Man fest jetzt hier hinten, dann verteile ich dir auch. Geht man hier hinten ran, hier. Als allererstes zieht man erstmal das Bein hier ran. Ja. Jetzt fest man hier unten durch, treten hier so rum. Ja. Das ist auch eine meiner Spezialhalten. Jetzt habe ich in das Bein hier drin, man kann ja auch klammern im Judo. Das bedeutet, dass dann die Festhalte nicht zählt. Okay. Wenn das Bein drin ist, dann haben die meistens schon ein sicheres Gefühl. Mhm. Dann ziehe ich das Bein hier raus und greife einfach hier hoch. Alleine schon die Tatsache, dass ich jetzt hier drin habe, ja, tut mir schon höllisch und weh auf dem Kopf. Kannst du das bestätigen? Na, also ich schon, jetzt noch. Ja, okay. So. Und dann klammern wir noch das Bein, also erstmal mit meinem Hügel. So, dann dreht man ihn jetzt hier rum und zieht das Bein dann einfach raus. Dann hält sich man ihn jetzt so fest. Ist ja irre, ja. Okay. Also ich sehe jetzt schon in diesen paar Minuten, das ist ja technisch ein hochkomplizierter Sport, ne? Ja, oder? Also technisch mäßig ist, muss man schon ein bisschen was haben. Wie lange dauert das, bis man das überhaupt gelernt hat? Ja, je nachdem, was man. Es gibt auch Talente, viele sind nicht so die Talente und je nachdem. Also bis man irgendwas richtig gut kann, dann kann schon ein halbes Jahr bis Jahr vergehen. Oh ja, das geht schnell. Aber normalerweise. Aber für eine Technik. Normalerweise ist es so, die guten Judoka, die haben dann also auch schon 5, 6, 7 mit 7 angefangen. Ich meine, im Boden habe ich zum Beispiel auch nur eine, die jetzt zum Beispiel. Mhm. Aber seit 3 Jahren damit erfolgreich. Okay. Und viele kennen sie auch, aber je nachdem, wie große. Ne? Trotzdem kriegt man die irgendwie alle damit. Gut, das war Nummer 1, da hattest du 3 insgesamt. Was war das zweite? Vorwürge? Hebel. Genau. Bleib mal den Hebel erklären. Und jetzt halt, dass man jetzt hier so liegt, muss man hier den Arm ranziehen, halt irgendwie den Arm hier fest, so, genau. Zieht man ihn halt hier ran. Ja. Dann liegt man auch stabiler. Ja. Dann muss man den Arm hier entweder, das wäre jetzt was Leichtes jetzt hier, ja, oder wenn er aber auch zum Beispiel so hat, dann geht man hier runter, mal fest, genau, geht hier runter, kann man den auch so rausschlüsseln, den Arm. Geht so, dann, können wir hier mal sehen hier, oh Gott, das ist ja verknotet. Kann man so rausschlüsseln und dann muss man einfach nur hier. Und dann, wenn er halt wehtut, ist es im Judo so, entweder man klopft ab, ja, oder er wird gebrochen. Das sagst du so locker, wie oft war deiner schon gebrochen? Nein, mein Arm war noch nicht gebrochen. Und der von deinem Gegner? Naja, er wollte einmal nicht aufgeben. Einmal, das ist das Problem. Du sagst einfach nicht. Das ist das Problem, wenn sie nicht aufgeben wollen, dann. Dann brichst du. Dann muss auch mal gemacht werden. Ja. Wobei, ja. Aber meistens klopft man ab. Das ist einfach so. Okay. Jonas, und jetzt natürlich noch das Interessante, das Würgen. Mhm. Das wusstest du nicht, dass Würgen erlaubt ist im Judo? Doch, doch. Okay. Warte mal. So. Es geht auch von hier, dass man jetzt hier unten, muss man dann auch wieder über den Fesseln hier, dass er halt fixiert ist, dass das Ganze hier ausdrehen. Kevin, pass gut auf.
Also wir machen das gleich mal umgekehrt. Passt gut so, auf, was er jetzt macht. Ich will alles vergessen. Dann fässt man hier den Arm rein und geht ihn halt nach hinten, weil mit dem Arm kann er jetzt zum Beispiel meine Hand nicht mehr blockieren. Ja. Dann geht man hier und müsste eigentlich mit dem Daumen, das ist aber, naja, das ist so, ne, wenn man es weiß, hier hinterm Ohr und geht hier unten drin. Dann muss man versuchen, hier unter das Kinn zu kommen. Ja. So. Und dann kann man entweder, kann man den Nose lassen oder kann man hier rein. Das wäre jetzt eine. Oder man kann auch, warte, kann ich auf der Seite gar nicht. Ich mal hier rumgehen. Hier rumliegen. Okay. So, und zwar, das wollen wir dich mal in der Verteidigungsposition sehen, wie du da rauskommen würdest. Also Boden? Du bist am Boden. Also gleiche Aktion, aber dass du gewirkt wirst. Wenn er drin ist, dann kommt man noch nicht mehr raus. Ach so. Aber bei Festhalte könnte man noch rauskommen. Ja, okay, zeig mal was. Geh mal hier rüber. Dann kommen wir runter. Also, so leg dich mal auf die Seite jetzt. Ne, auf die Seite. Genau, so. So ist jetzt so, und dann halt bei den Armen fest. So, und jetzt, normalerweise muss man dann, guck mal hier runter. So, wenn man jetzt, müsste man hier so wie Löffelchenstellung eigentlich rein theoretisch, ran. Und wenn man den ganz dicht hat, dann lad man den jetzt hier so rüber. Und so rüber. Und dann kann man den auch, entweder man hält ihn dann selber fest oder er trägt sich jetzt raus, aber dann ist man erstmal raus aus der Festhalte. Super. Ja, und Hebel, wenn man da richtig drin ist, dann hat man auch eigentlich verkackt. Weil sobald er den Arm alleine hat, dann kommt man da auch nicht mehr raus. Ja. Deswegen sind das so die zwei Dinge, die man eigentlich versuchen sollte zu unterbinden. Ja. Klasse. Gibt es sonst noch irgendwelche wichtigen Sachen, die du noch so erzählen könntest? Naja, so weiter Wichtiges gibt es halt eigentlich nicht. Okay. Aber glaub, naja, gut, Japan wurde. Ach, Judo wurde damals in Japan erfunden. Mhm. Von Jigoro Kano. War halt dann der Erfinder davon. Und dann gibt es ja auch den Kodokan gibt's in Japan, da war ich auch schon gewesen. Mhm. Da trainiert man dann auch. Okay. Ja, dann steht wie begrüßen sich die Sportler so? Was macht vor so? Am Anfang? Also am Anfang vor jedem Kampf ist der angezogen und dann stehst du da, dann wird Mathe gesagt, ach, er wird dann hier von Kampf wieder zeigen und dann wird einfach nur so verbeugt. Dann geht man noch einen Meter rauf, dann wird wieder verbeugt und dann geht's los. Ja. Was würdest du jetzt machen mit einem Neuling so wie Kevin, damit du überhaupt einen Trainingseffekt hast? Wie könnte das jetzt funktionieren? Das ist überhaupt nicht. Also für mich, allein nur für mich den Trainingseffekt wäre halt, dass er müsste nur stehen und dann könnte ich halt auch eintrainen, könnte ich viel, weil dazu muss er ja nur stehen. Ja. Oder halt einfach nur die Technik machen, ein bisschen sagen, er soll ein bisschen Gegenwehr machen, zeigen und sagen, was er machen soll. Ja. Können wir das abschließend nochmal machen? Ja, also ich könnte eintrainen. Jetzt zum Beispiel, da sage ich jetzt mal, steh mal mit dem linken Bein vorne. Ein bisschen mehr, genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach dort hinten eintrainen würde ich jetzt einfach nur so stehen und dann würde ich. Kann man einfach nur eindrehen, ohne werfen. Also, und das genau. Okay. Das, wie gesagt, muss er einfach nur stehen und ja, für Neulinge ist es immer ein bisschen schwer, da muss man immer ein bisschen erst auch. Aber so sieht auch das Training dann aus, dass man diese Sache dann immer wiederholt, bis zur Perfektion. Okay. Was ja, ist gut. Eher Kraft oder Technik? Was ist das Wichtigste? Beides. Man muss beides haben. Beides. Ja, dann wollen wir mal auch noch zum Abschluss auf einen Punkt kommen. Also was mir halt auch, ich habe jetzt ein paar Judo-Veranstaltungen besucht, aufgefallen ist, äußerst positiv eigentlich, die Bodies der Judokas, die sind verdammt gut trainiert. Ja, was heißt, die meisten von denen, ja. Ja gut, die meisten, aber so im jüngeren Bereich, so in deiner Gewichtsklasse das schon. Wie kommt das? Habt ihr da sehr viel Gewichtstraining auch dazu? Oder? Ja, Judo ist eine Ganzkörperkampfsportart. Ja. Da braucht man einfach alles, braucht man Beine, man muss ja so einen Rücken, Bauch, man muss ja eine gewisse Körperspannung auch haben zum Verteidigen und so. Wenn da jetzt einer, dann muss man halt auch verteidigen können gut. Ja. Und Arme natürlich, um den Gegner anzuziehen oder auch fernzuhalten und hier Griffkampf muss man auch gut können. Ja. Hier so Unterarmkraft. Kevin, entspann dich, Entschuldigung. Da passiert nichts mehr. Ja. Da muss man halt Unterarmkraft haben, damit man halt, auch wenn man festhält, dass man den Arm halten kann und so. Ja. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Ja. Ja, wie gesagt, auch im Boden muss man auch viel für den Hals machen. Das ist so ähnlich wie bei Ringen oder so, dass man halt auch das
dass man nicht zu Verletzungen führt. Ja. Oder halt zum Beispiel, weil der Rest halt rausgeht. Eine Frage noch, wie ist das eigentlich bei Frauen? Weil, ich meine, du hast da jetzt auch, nee, die müssen, du hast da auch nichts unter, ne? Aber die müssen, können, dürfen ein T-Shirt tragen beim Wettkampf, weil bei uns ist es ja verboten, wir dürfen keine T-Shirt, aber die dürfen. Das wäre ja sonst ein bisschen komisch, ne? Ja. Oder? Weil das passiert ja doch oft, ne? Dass der ja, Gürtel das irgendwie ist ab ist. Und wie wird das auch als Pause genutzt, so? Als Verschnaufspause? Nee, also dass man sich absichtlich den Gürtel... Nee, man kann es machen, zum Beispiel wäre das was taktisch, wenn man zum Beispiel führt und merkt, dass der Gegner aber immer mehr aufholen könnte, ja, vom rein körperlich-physischen, ja, dann kann man dann immer ein bisschen lockern, sodass man, weil dann ist ja so eine Pause, dann wird er langsam geordnet und mal da hingeguckt, ja, und so. Und dann kann man den Gegner aus dem Gleichgewichtsfluss so rausbringen. Okay. So, dass er dann wieder, das ist sowas, kann, okay, man schon mal, kann man auch natürlich als Verschnaufpause gleichzeitig, ja, nutzen. Und da wird es auch gemacht, ja. Ja. Jetzt will ich noch mal ganz kurz dein Tattoo möchte ich gerne noch mal sehen. Du bist ja Judoka mit Leib und Seele, ne? Genau. Oder? Ja, das habe ich mir gemacht, nach meiner EM habe ich mir das gemacht. Und das heißt Judo? Genau. Okay. Ja, prima. Klasse. Jonas, erstmal vielen Dank für diese Einführung. Vielleicht kann man das ja noch mal vervollständigen mit einem, ja, ebenbürtigen Trainingspartner. Dass man da wirklich mal ein paar Kampfsituationen zeigt, wäre toll. Ja, vielleicht mal die Möglichkeit. Super. Und danke an Kevin. Und vielen Dank natürlich an Kevin.